Hallo und herzlich willkommen bei Dartsliebe. Ich bin Ben und heute zeige ich euch die Target Rising Sun 3.0 von Harugi Muramatsu. Muramatsu ist eine japanische Softdart-Legende, genießt in Japan denselben Status wie ein gewisser Phil Taylor. In Europa ist Muramatsu bisher weniger erfolgreich. Bei 4 PDC-WM-Teilnahmen steht jeweils das Ausscheiden in der ersten Runde ohne ein Setgewinn zu Buche. Diese Darts gibt es in 21,5 Gramm als Steel-Dart und 19,5 Gramm als Soft-Dart und kosten ungefähr 100 Euro plus minus je nach Dartshop. Diese Darts fallen vor allem durch ihr unterschiedliches Barrel-Design auf. Wie dieses genau aussieht, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Video! Die Target Rising Sun 3.0 von Harugi Muramatsu kommen in dieser sehr schön designten Verpackung. Hier oben 95% Tungsten, 21,5 Gramm Steel-Tip. Diese gibt es auch nur in 21,5 Gramm. Hier vorne sehr schön designt in hellblau, lila, pink. Die aufgehende Sonne mit der Abbildung von Harugi Muramatsu. Wenn man aufklappt, sieht man hier in der Innenseite auch nochmal eine Abbildung von Harugi Muramatsu und auch das Innenleben, was mit dabei ist. Auf der Rückseite hier auch nochmal relativ schlicht gehalten, eine Abbildung von Muramatsu und Infos, was denn hier drin ist. Dies ist eine Schiebebox, dies kann man komplett rausholen. Und hier sieht man schon die Barrels mit dem unterschiedlichen Farbverlauf. Hier möchte ich jetzt gleich einhaken. Ich werde diese Darts mit dem 8-Flight Setup von Harugi Muramatsu vorstellen. Diese Flights und diese Schäfte bleiben in der Box drin. Da ich diese Schäfte und diese Flights noch nicht zum Nachkaufen gefunden habe, auch diese Schäfte hier sind speziell, die haben hier einfach nur das Target-Logo ohne den ProGrip-Schriftzug. Da dies meine privaten Darts sind und ich diese Darts am liebsten mit dem Original-Setup gut erhalten, weiterverkaufen möchte, lasse ich das drin und benutze stattdessen das 8-Flight-Setup von Harugi Muramatsu. Die Pfeile. Fangen wir mit dem blauen an. Die Darts kommen serienmäßig mit 30 mm Nano-Grip-Points. Hier fließender Übergang zu diesem torpedoförmigen Barrel. Relativ glatt gehalten, das komplette Barrel. Die vorderen zwei Drittel zur Spitze hinzulaufend ist hier jetzt blau gefärbt mit Längsrillen. Und dort befinden sich nochmal kleinere Querrillen, diese hier in Silber gehalten. Dies sorgt für einen guten Grip, wenn man diese Darts so nimmt oder auch hier hinten. So. Hier hinten ist so eine Art Griffmulde. Diese ist sandgestrahlt und wirklich ein sehr schönes Design. Ich nehme mal das Silberne noch. Hier auch hier, sehr schön der Übergang. Und hier sieht man auch sehr schön diese Längsfräsung und dann hier nochmal diese Zickzack-Einfräsung, die einen leichten Grip haben. So, ich habe jetzt hier das Harugi Muramatsu Setup von 8-Flight aufgezogen. 8-Flight möchte ich nur noch mal kurz kommunizieren. 8-Flight ist ein eigenständiger Hersteller von einem Shaft-Flight-System. Ähnlich wie L-Style, nur in Europa hat 8-Flight eine Kooperation mit Target und wird in Europa durch Target vertrieben. Und hier auch in diesem Setup von Harugi Muramatsu natürlich blaue Flights für das blaue Barrel und weiße Flights für das silberne Barrel. Dies sieht optisch natürlich sehr schön aus. Und ich habe mich hier für transparente 8-Flight-Schäfte entschieden.
kommen wir nun zum Wiegen. Fangen wir mit dem Silbernen an. 21,48 Gramm. Und das dritte. 21,42 Gramm. Kommen wir nun zum Vermessen des Barrels. Die Spitze ist 30 mm lang. Diese ziehen wir jetzt vom Gesamtmaß ab. Also das Barrel hat 45 mm Länge. Wäre hier schwer anzusetzen, da hier ein fließender Übergang ist. Das bekomme ich mit dem Messschieber so genau nicht hin. Deswegen diese Variante. Und der Durchmesser beträgt 7,7 mm. Der 21,5 Gramm Version, die es auch nur so gibt. Und damit ab ans Board. Das waren für euch die Target Rising Sun 3.0 von Haruki Muramatsu. Als erstes natürlich das auffällige Design. Unterschiedliche Barrelfarben gehören in Japan bzw. in Asien seit 2-3 Jahren zum absoluten Style-Faktor. In Europa ist dies natürlich persönliche Geschmackssache, mir gefällt es sehr gut. Die Darts selbst sind hochwertig verarbeitet. Ab Werk mit Nano-Grip-Spitzen ausgestattet, dies sorgt für einen hervorragenden Halt im Board. Meiner Meinung nach sind diese Darts etwas schwer zu werfen, dies liegt allerdings vielleicht auch daran, dass diese Darts einfach nicht zu mir persönlich passen. Negativ zu bewerten hier unter anderem die geringe Gewichtsauswahl, bzw. es gibt überhaupt keine Alternativen, entweder 21,5 Gramm als Steel-Dart oder 19,5 Gramm als Softdart. Persönlich hätte ich mir da wieder etwas mehr Alternativen gewünscht. Ein weiterer Negativpunkt natürlich der Preis. 100 Euro plus minus für wirklich nur ein normales Setdart ohne großartig Zubehör. Das muss wieder jeder selber entscheiden, ob er sich diese zulegt. Wenn ihr weitere Fragen zu diesen Darts habt, schreibt uns in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.